Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? Hola amigos, welcome back zu einer weiteren Folge des Podcasts der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir natürlich wieder einen absoluten Kracher als Interviewgast bei uns hier in der Show. Unser Interviewgast macht so viele Sachen professionell und erfolgreich, dass ich schon fast den Überblick verloren habe. Aber ich versuche es mal, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Er ist einmal professionelles Fitnessmodel, Rapper, Motivations- und Life-Coach, arbeitet für das Königshaus von Dubai, wo er auch aktuell lebt und er gerade aus dem sonnigen Dubai mit mir spricht, hat ein eigenes Filmstudio und was mir halt immer auch wichtig ist, er ist vor allem ein mega sympathischer Typ, zumindest so aus der Distanz betrachtet und auch in den ersten Minuten jetzt vor dieser Aufnahme, die wir besprechen konnten. Ein Typ, mit dem ich wahrscheinlich, wenn er hier öfter in Frankfurt wäre, auch öfter was privat unternehmen wollen würde. So, genug geschleimt, genug von mir und herzlich willkommen in der Show, Ben. Vielen Dank, Robin, dass du mich hier in der Show hast und danke für dieses richtig coole Intro. Nur um das klarzustellen, ich lebe nicht im Königshaus in Dubai, sondern nur in Dubai. Habe ich das gesagt? Sorry, das wollte ich gar nicht sagen. Aber das hätte man vielleicht okay. So verstehen können. Und ja, ich bin ich fühle mich geehrt, hier in der Show dabei zu sein und ich finde das auch richtig cool, was du machst und eine Ehre, wie gesagt. Danke dir, Ben. Ich habe jetzt so ein bisschen was zu deiner Person erzählt, so ein Mini-Intro gemacht. Du kannst es aber bestimmt viel, viel besser als ich. Deswegen gib uns doch mal ein bisschen mehr Farbe zu deiner Origin-Story. Was machst du aktuell alles? Was sind so dein Hauptfokus? Wo liegt dein Hauptfokus drauf? Und warum lebst du in Dubai gerade? Ja, also das ist wie so ein Ding, das klingt manchmal so am Anfang, als würde ich super viele verschiedene Sachen machen und was ist da los, was machst du überhaupt genau und es ist immer ziemlich schwierig, den Menschen das zu erklären. Ich bin von einer Sache in die nächste gegangen und es ist oft so, dass wenn man seiner Leidenschaft hinterhergeht, das nicht so direkt ein Ding ist. So viele Leute sagen mir zum Beispiel so, ja, ich bin auf der Suche nach mir oder ich habe mein Ding jetzt nicht wirklich gefunden und die denken, es ist so ein einziges Ding und du fällst direkt drauf und dann ist es das so. Und bei mir bin ich wirklich durch verschiedene Wege gegangen. Ich habe vor 5 Jahren den Entschluss gefasst, nach Dubai zu kommen, weil ich die Möglichkeit hatte, hier eine Filmproduktions- bzw. eine Medienagentur mit einem Partner zu gründen. Bin dann nach hier gekommen, hatte nicht wirklich einen sehr großen Plan. Ich habe mir gedacht, ey, ich komme einfach nach hier und guck. Ich war ein Jahr Flugkurier und dann haben sich viele Türen geöffnet und das war einfach so eine Opportunity und es war wirklich für mich so, ey, ich versuch's einfach und wenn es nicht funktioniert, komme ich einfach wieder zurück. So. Und ich bin immer noch hier und als ich hier war, habe ich dann natürlich mehr rausgefunden. Ich habe vor 5 Jahren mal ein Video hochgeladen bei YouTube, wo ich einfach meine Gedanken rausgehauen habe. Das war eigentlich genau der Zeitpunkt, wo ich nach Dubai gezogen bin. Und das war wirklich so, ich habe mich über 10 Jahre mit Sachen, mit Motivation beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, aber eigentlich immer nur für mich selbst, weil ich mich selbst motivieren wollte, weil ich mich selbst pushen wollte, weil ich meine eigenen Grenzen rausfinden wollte und meine eigenen Konditionierungen aus dem Weg gehen wollte. So. Und das Ding ist, das ist so, wie soll ich sagen, es geht immer so schrittweise. Ne? Also diese Komfortzone verlassen, bei mir habe ich gemerkt, es ist nicht auf einmal passiert. Das heißt, ich habe meine Komfortzone verlassen, was bestimmte Sachen ging, aber ich habe, was andere Sachen angeht, mich nicht getraut, da voll reinzugehen. Und dann habe ich dann irgendwie, weißt du, so 2 Jahre später ein bisschen mehr Vertrauen da bekommen und ein bisschen mehr Erfahrung bekommen, bestimmte Kontakte bekommen in einer Industrie, wie zum Beispiel jetzt Fitness. Und als ich hier in Dubai war, habe ich halt sehr viele Leute kennengelernt, ich habe sehr viele Möglichkeiten gesehen. Fitness ist schon immer ein großer Teil meines Lebens gewesen, aber ich habe noch nie wirklich professionell etwas gemacht und habe nebenbei hier und da mal so Shoots gemacht, weil ich angefragt wurde, aber das war nie wirklich so ein Ding, bis ich gesehen habe, was für einen Impact das haben kann bei Menschen und ich habe für mich selbst immer sehr viel gelernt. Meine Frau ist halt auch Fitness so Enthusiast und dann haben wir angefangen, anderen Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und jetzt in dem Zeitalter von Videoproduktion, also von YouTube, Social Media und so weiter, das gab es vor 5, 6 Jahren nicht so stark, wie es das jetzt gibt. Und da habe ich halt einfach mit der Zeit gemerkt, so, dass es so viel Sinn macht, seine eigene Brand aufzubauen. Und ich war davor Regisseur, ich war hinter der Kamera, ich war hinter den Kulissen und bin langsam nach vorne getreten und habe angefangen, mehr vor der Kamera zu stehen. Und all das, was ich für mich selbst immer verwendet habe, jetzt mit anderen Menschen
Menschen zu teilen. Deswegen stehe ich jetzt auf der Bühne als Speaker. Ich habe einen Podcast rausgehauen. Ich mache Videos auf YouTube über verschiedene Sachen, die mich begeistern. Aber am Ende des Tages ist es so, ich habe eine Message, die ist, werde die beste Version von dir selbst. Lass dich nicht aufhalten. Sei ein Schüler des Lebens und lerne immer dazu. Weil es ist nicht so, dass man eine Sache kennenlernt, ein Buch liest und sagt so, ah, ich habe jetzt das Geheimnis entdeckt. Ich habe es ausprobiert, es hat nicht geklappt. Es ist nichts für mich. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Bei mir hat es mein ganzes Leben lang gedauert und es ist immer noch nicht zu Ende und es geht immer weiter. Sau, sau spannende Story und ich ziehe meinen Hut, sowas zu machen, wie zum Beispiel zu sagen, ich gehe nach Dubai, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet und habe auch gar nicht so einen genauen Plan, was ich da machen will. Aber ich mache es einfach und das finde ich sau geil. Mach es einfach, habe ich jetzt schon fast gesagt, schon gespoilert, fast ist ja auch einer deiner Sprüche, die du immer wieder raushaust. Was bedeutet dieser Satz für dich? Mach es einfach. Was bedeutet das für dich? Mach es einfach hat vier Bedeutungen und eigentlich ist es super alt schon. Ich hatte eine Rap-Crew, der Stamm, mit der wir wollten irgendwie, das war, ich glaube, vor 8 oder 9 Jahren, haben wir gesagt, so, ey, wir müssen ein Album raushauen und wir haben immer so lange gebraucht, Sachen fertig zu machen und im Studio und dann haben wir überlegt, kreativ und so weiter und irgendwann haben wir gesagt, das kam halt mal von diesem Spruch von Nike, just do it, mach es einfach, also denk nicht zu viel darüber nach und dann haben wir, weil wir halt Rapper sind, mit dem Wortspiel dieses mach es einfach, also mach es simpel und das war wie so eine Art Mantra, jedes Mal, wenn einer ankommt mit irgendwas, ja, aber wir müssen erst einen Fotoshoot haben für dies und für das und für das, dann haben wir gesagt, ey, mach es einfach, weil sonst würden wir es nicht einfach machen und dann haben wir das uns immer wiederholt, so weißt du, so mach es einfach und mach es einfach, so und das war immer wieder für mich so ein Mantra, weil es gibt Situationen, wo wir uns selbst im Weg stehen und wir perfektionistisch sein wollen, aber eigentlich, weil wir Angst haben davor, dass es scheitert, dass wir vielleicht von anderen Leuten, dass es peinlich wird oder, ne, aber man traut sich nicht, wie so, du sagst, zum Beispiel nach Dubai zu kommen und zu sagen so, ey, mach es einfach und mach es einfach, mach es nicht zu kompliziert, weil wenn ich anfange, zu lange nachzudenken und zu viele Schritte mir zu überlegen, dann fange ich an, Probleme zu sehen, da, wo es gar keine gibt. Und die dritte Bedeutung von mach es einfach, ist ein Fach, also ein einziges Fach. Und das ist etwas, wo man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so Multitasking, ich mache sehr viele verschiedene Sachen, aber wenn ich eine Sache mache, mache ich nur eine Sache in diesem Moment. Und dann mache ich das Nächste. So wie in der Schule, du hast ein Fach und dann gehst du in das nächste Fach und dann gehst du in das nächste Fach. Und das vierte einfach ist einfach, also nur ein einziges Mal. Nicht zweifach, dreifach, vierfach, fünffach, mehrfach, sondern einfach. Das bedeutet, dass sehr oft haben Menschen Angst vor etwas und die gehen diese Emotionen immer wieder durch. Und du spürst es jedes Mal wieder. Es gibt so einen Spruch, der sagt, the coward dies 1000 times, the courageous man only dies 1 time. Das heißt, wenn du mutig bist, stirbst du, wenn überhaupt, nur einmal. Aber meistens stirbst du gar nicht. Aber der Schisser oder derjenige, der immer alles zurückhält, der stirbt 1000 Mal, weil er immer wieder sich vorstellt, was der schlimmste Fall wäre. Und das bedeutet für mich, mach es einfach, ist so diese Zusammenfassung von diesen vier Sachen. Aber eigentlich ist es ein Mantra für mich selbst, weil sogar wo ich den Podcast aufnehme. Ich habe gesagt, ich bringe einen Podcast raus und dann habe ich mich erwischt in bestimmten Momenten, wo ich angefangen habe, wieder viel zu kompliziert zu denken. Und ganz besonders, weil ich Filmemacher bin und weil ich sehr viele Wege kenne mit der Technik. Da, also man kann eine Sache heute rausbringen oder man macht es nicht einfach und das Ding kommt in einem Monat raus oder überhaupt nicht. So, und in der Zwischenzeit hättest du vielleicht 40 Dinge rausgehauen und von diesen 40 Dingern kann dich ein Ding vielleicht viel weiterbringen als dieses perfekte, in deinem Kopf perfekte eine Ding. Und deswegen ist dieses für mich dieses mach es einfach und mach es einfach bedeutet natürlich nicht, okay, sei komplett unvorbereitet und mach einfach und denk nicht drüber nach und du hast nichts zu verlieren. Man muss natürlich auch vorbereitet sein bis zu einem gewissen Punkt, aber dieses mach es einfach ist wie so ein Mantra, wenn man sich dabei erwischt, wenn man anfängt, so zu viel sich drumherum zu bauen, dass man sagt, so, ey, mach es einfach jetzt. Ja. Saugeil, sehr inspirierend und ich auch mal wieder hier mit am Mitschreiben bin. Gibt einen geilen Spruch, gibt so einen geilen Spruch dazu und zwar, der so auf das abzielt, was du so gegen Ende auch gerade gesagt hast. Ich verhaus jetzt komplett, aber so vom Sinn, während die Intellektuellen noch die Strategie besprechen, haben die Dummen schon die Burg gestürmt, so in die Richtung geht das. Und das ist auch so, glaube ich, der Aufruf, nicht alles zu sehr durchzudenken, nicht sich zu verrückt zu machen, sondern einfach mal zu starten, besser unperfekt starten, als nie zu starten. Und ja, das finde ich ganz cool, dass du das hier nochmal ansprichst. Und ich möchte zwei Sachen jetzt nochmal kurz erwähnen. Podcast von Ben, höre ich mir auch fast alles rein, ziehe ich mir fast alle auch rein bis jetzt. Verlinken wir in den Shownotes, also findet ihr in den Shownotes, damit da niemand verloren geht. Und bevor ich es vergesse, das Video, das du auch vorhin angesprochen hast,
Das werden wir auch verlinken. Und zwar ist es das Video, wenn du Ben nicht kennst, aber seine Stimme irgendwie kennst, dann ist es wahrscheinlich, weil du dieses Video gesehen hast. Und das hat gefühlt irgendwie jeder gesehen. Weißt du, warum dieses Video, fällt mir jetzt gerade so als Frage ein, weißt du, warum dieses Video, dieses eine Video, bevor du dich überhaupt als Personal Brand auch gebrandet hast, so viral gegangen ist vor 4, 5 Jahren oder wann das war? Was hat dieses Video ausgemacht? Warum ging das so viral? Wow. Also so, um es direkt wirklich auf den Punkt zu bringen, ich kann einfach nur, also das Feedback, was ich von Leuten bekommen habe, ist, dass sie gesagt haben, so, ich finde, dass du einfach authentisch bist und dass du einfach so aus dem Herzen rausgeredet hast. Und das Ding ist so, es gibt ja viele Motivationsvideos oder so, so Personal Branding, wo Leute ankommen, so, ja, nimm dein Leben jetzt in den Griff und so. Aber sehr oft sind die sehr kommerziell gemacht und jemand will danach dir irgendwas verkaufen und Menschen so sind halt teilweise nicht die besten Verkäufer. Und ich hatte zum Beispiel gar nichts zu verkaufen. Das war ein Projekt. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es viral geht. Das war nicht, was ich vorhatte. Und oft ist es so, dass die Sachen, die am meisten funktionieren, die Momente sind, wo du einfach was machst. Es ist bei der Musik auch so. Du machst einfach irgendeinen Track, aber wenn du sagst so, ey, ich schreibe jetzt einen Hit, so, dann wird das wahrscheinlich kein Hit, weil du versuchst, einen Hit zu machen. So, und wenn du ehrlich bist und einfach etwas machst, was du fühlst, was du denkst, was du einfach, wo du ehrlich bist. Ich denke, dass das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Und sehr viele Menschen haben Angst davor, ihre eigenen Schwächen zu zeigen, haben Angst davor, sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Und wenn du einmal diese Hülle fallen lässt und dich zeigst, dann bist du natürlich auch offen für Kritik, weil das ist nicht leicht. Das ist nicht so, dass wenn man das macht, dass auf einmal alle Türen sich öffnen. Das ist natürlich so, dass diese Angst, die man manchmal hat, berechtigt ist, weil man manchmal sich öffnet, wenn man manchmal etwas sagt, was man denkt und wird dafür kritisiert. Aber das muss man in Kauf nehmen, wenn man natürlich auch nach vorne gehen will und dann sagt, so, okay, das kann aber sein, dass ich dann besser mit Menschen connecte. In dem Moment war es so wirklich, wenn ich gesagt habe, so, dass ich mit meinem besten Freund rede und ihm sage, warum ich jetzt wirklich mein Ding mache, dann würde ich genauso mit dem reden. Und das ist das, was ich glaube, mit bei Menschen connected hat. Und das ist auch super interessant, weil das kommt ein bisschen zu diesem Ding wieder zurück, dass ich so viele verschiedene Sachen mache. Es gibt so, manche Menschen sehen jetzt erst, dass ich Musik mache. Ich mache seit über 10 Jahren, schreibe ich Texte. Aber wir haben damals nicht wirklich viel rausgehauen. Das ist etwas, was ich, wenn ich frustriert bin, wenn ich gerade irgendwie an etwas arbeite und ich mache so eine kurze Pause, dann mache ich einen Beat an und fange an, was zu schreiben. Das ist für mich ein Outlet. Das ist gar nicht etwas, was ich machen muss. Das mache ich automatisch. Und es gibt immer so einen Spruch, den ich gesehen habe, so, vielleicht sollte das, wo du, also procrastinating, ne, dieses Wort procrastination. Also wenn man, ich weiß gar nicht, was für ein deutsches Wort man dafür nehmen kann, aber wenn du eigentlich arbeiten musst, aber du machst was anderes, okay, ja, so, und du lenkst dich ab von deiner Arbeit, und das sollte vielleicht deine eigentliche Arbeit sein, so, ne, das, was du nutzt, um dich abzulenken. Und und das war so etwas für mich, wo ich gemerkt habe, oft ist es so, wie das Wort Berufung kommt ja von dem Wort rufen. Etwas ruft dich und nicht du suchst danach, ne? Also das ist ja, und wenn du das zu einem Beruf machen kannst, was dich ruft, und für mich war dieses Video ist der Grund für den Podcast, mach es einfach, ist der Grund dafür, dass ich jetzt als Speaker irgendwo bin, weil ich habe mein ganzes Leben lang habe ich das, was ich in diesem Video gesagt habe, mit Freunden von mir habe ich diese Gespräche gehabt. Ich habe Bücher gelesen. Ich bin so jemand, wenn ich im Fitness etwas lerne und ich sehe es funktionieren und ich sehe jemanden am Struggle, dann gehe ich hin und sage, hör mal zu, du machst das und das falsch, du könntest das und das probieren, weil ich habe das damals auch falsch gemacht. So. Und genauso ist es auch, wenn ich dieses Knowledge habe über, keine Ahnung, Motivation, Time Management, wie man sich besser strukturiert. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Video, ich habe innerhalb von 3 Jahren jeden Tag, bis heute eigentlich, aber in den ersten 3 Jahren, bis ich angefangen habe, darüber nachzudenken, jeden Tag eine Message bekommen von jemandem, der mir gesagt hat, so, ey, dieses Video von dir hat mich voll motiviert. Ey, ich habe mein Business gelauncht wegen diesem Video. Ey, ich habe mir dein Video die letzten 2 Jahre jeden Tag angehört, so auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe dies, das, du bist der Grund davon. Und ich denke mir so, ich habe in diesem Video überhaupt keine Tipps gegeben. Ich habe nicht gesagt, Step 1, 2, 3, mach dies, das. Das heißt, diese meisten Menschen hatten ja schon den Plan im Kopf, aber die haben sich nicht getraut. Und das war irgendwie so wie so eine Art Impuls, hey, weißt du was, fuck it, ich probiere es jetzt einfach. Und dann haben die das gemacht oder angefangen, was sie sowieso schon starten wollen. Und das ist das Faszinierende, was ich habe. So, ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren hat mich so einer angeschrieben, also hier aus Dubai, und er meinte so, ja, ich will so anfangen als Personal Trainer, aber ich bin mir nicht sicher und dies und das, und hat mir so einen übertrieben langen Text geschrieben und wollte so meine Meinung wissen. Und meine Antwort war, just do it.
Mach es einfach. Ich einfach, das war meine Antwort. Nur just do it. Und dann habe ich ihn ein Jahr später getroffen und dann meinte er so, ey, ich wollte mich bei dir bedanken, Mann, du hast mich erst motiviert. Also, ich habe dir voll lang Zeit und du hast mir gesagt, just do it. Weißt du, ich so, du verlangst gerade nach Erlaubnis oder du willst meine Meinung zu etwas hören, aber du musst die Entscheidung treffen. So, und du weißt schon, was zu tun ist. Du musst es einfach nur machen. Und ich habe gemerkt, dass, ey, ich habe versucht, Musik zu machen, Videos und so weiter und sehr viele Sachen, die Menschen connecten können. Aber mit einem einzigen Video habe ich so viel Feedback bekommen, ungeplanterweise. Aber das hat mir die Richtung gezeigt. Ich gesagt so, ey, shit, das ruft mich gerade, dass ich mehr davon mache. Und deswegen muss ich einen Weg finden. Wie, natürlich hatte ich auch diese Resistance, dass ich am Anfang sagte so, ja, aber wer bin ich, dass ich jetzt mich vor eine Kamera stelle und anfange, Leuten Tipps zu geben, so, ne? Wer bin ich, dass ich jetzt ein Buch schreibe? Wer bin ich, dass ich dies? Wer bin ich das? Aber das ist dann wieder diese innere Stimme, die dich dann selbst kleiner macht, mit der man selbst kämpfen muss und dann überwindet, so. Ja, so spannend. Und was ich mir auch direkt aufgeschrieben habe, diese Zerlegung des Wortes Berufung, also dass jemand etwas ruft dich, saugeil. Martin Luther, Zitat, I have a dream, kennt, glaube ich, jeder. Und es gibt eine geile Aussage zu diesem Zitat, irgendwas in die Richtung wie, that man never had a dream, that dream had him. Und das ist mir direkt eingefallen zu diesem Berufung. Also er hatte nicht den Traum, sondern der Traum hatte ihn. That's nice, that's nice. Genau, und der ist mir gerade direkt dazu eingefallen, habe ich mir notiert. Thema Purpose, Leidenschaft. Du hast so viele Sachen. Hast du irgendwo eine Leidenschaft oder das ist der Mix aus allem und die Frage, weil ich immer mehr junge Menschen auch sehe, die wirklich strugglen und fast schon verzweifelt danach suchen, habe ich das Gefühl, für sich eine Leidenschaft zu finden, aber irgendwie keine für sich erkennen. Also nochmal zwei Fragen, was ist deine Leidenschaft und zweitens, wie kann man seine Leidenschaft, seinen Purpose finden? Boah, das ist so... Es ist so schwierig, das allgemein zu beantworten, weißt du, so, weil sogar für mich ist es so, ich denke, dass um seine Leidenschaft zu finden, ich fange mal darum an, bevor ich das, was meine Leidenschaft ist, das finde, ich denke, dass man bereit sein muss zu scheitern, man muss bereit sein, Sachen auszuprobieren, die nicht funktionieren, ja, weil oft ist der Weg rauszufinden, was du willst, der Weg rauszufinden, was du nicht willst. Ja, du weißt, das will ich nicht, also gehe ich erstmal in die Richtung. Das will ich auch nicht, also gehe ich in die Richtung. Und das ist so, man verändert sich. Ich bin nicht derselbe Mensch, der ich vor 5 Jahren war, ich bin nicht derselbe Mensch, der ich vor 10 Jahren war, ich werde in 5 Jahren nicht derselbe Mensch sein. Ja. Aber ich denke, mein Core, mein Ziel, dieser Grund, warum ich alles das mache, was ich mache, ist, weil es mir Spaß macht. Das ist für mich so ein sehr wichtiger Punkt, dass ich etwas finde, was mir Spaß macht, aber wo ich auch anderen Menschen helfen kann, wo ich contributen kann. Und für mich ist, es gibt nichts, ich kann es vielleicht zusammenfassen, fast schon als Lehrer sein, aber gleichzeitig Schüler sein, weil ich bin so interessiert, besser zu werden, stärker zu werden, weil ich erkannt habe, dass egal was du machst, du wirst nur besser da drin, wenn du es studierst, wenn du lernst. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du morgen anfängst, Basketball zu spielen und Michael Jordan bist. Du weißt das zu 100%. Du nicht in ein Gym gehen kannst und morgen dein ganzes Gewicht verlieren kannst oder Muskeln aufbauen kannst in einem Tag. Warum denkst du dann, dass wenn du ein bestimmtes Ding probierst, ein Skill probierst, dass du dann innerhalb von kürzester Zeit rausfindest, ob das für dich ist oder nicht? Okay. Und wenn du das weißt, zum Beispiel, wenn ich Französisch lernen will oder so weiter, ich weiß genau, dass es lange dauern wird, so, aber es gibt bestimmte Wege, wie ich das rausfinden kann. Das heißt, dass man diese Geduld haben muss, schlecht zu sein, bevor man gut ist. Weil wenn du nicht gut in Basketball bist, macht es dir vielleicht keinen Spaß, Basketball zu spielen. Und dann sagst du, Basketball ist nicht für mich. Aber du hast es nicht lange genug gemacht, dass es anfängt, dir Spaß zu machen, weil keiner hat Bock zu verlieren. Keiner hat Bock, schlecht zu sein an einer Sache. Aber du wirst immer schlecht sein, bevor du gut bist. Und viele Leute sind ungeduldig, die probieren etwas, sogar im Fitness. Ich sehe das andauernd mit Diät. Die probieren etwas für 1-2 Wochen. Klappt nicht, ich probiere was anderes. Klappt nicht, ich probiere was anderes. Und dann sagen die, ich habe nichts gefunden, was für mich passt. Und genauso ist es auch bei deiner Leidenschaft, bei Sachen, die... Mach mal etwas, was dir Spaß macht und dann versuch rauszufinden, wie du daraus vielleicht ein Business machen kannst. Finde aber erstmal raus, wer du wirklich bist, weil sehr oft habe ich gemerkt, bei mir selbst und bei anderen Menschen auch, dass man versucht zu passen an ein Image,
wo man glaubt, dass man Respekt für kriegt oder dass man geliebt wird dafür. Obwohl das nicht wirklich das ist, was du wirklich machen willst. Mhm. Und dann wirst du frustriert, weil du denkst, ich muss jetzt ein Entrepreneur sein und ein BMW haben und so auftreten, damit ich respektiert werde, weil jetzt gerade meine Freunde oder meiner Community das passt. So, dann tue ich mich in einer Position und sage so, okay, ich muss ein Entrepreneur werden. Was wird das Business sein, was ich starte? Im Moment ist Online-Business gut, dann probiere ich das mal. Aber vielleicht bist du jemand, der eigentlich am liebsten malt und du gehst im Urlaub irgendwo in Brasilien und guckst dir Künstler an, die irgendwo was machen und damit kannst du vielleicht ein Business aufbauen, weil du eine Lücke findest, dass Menschen, die auch Kunst aus Brasilien mögen, keinen Zugang dazu haben. Keine Ahnung, ich sag jetzt Freestyle jetzt krass, so, ne? Aber das wäre zum Beispiel, wie du ein Business connectest mit einer Leidenschaft von dir und dann ist es nicht nur das Geld, was dich motiviert, dann ist es nicht nur dieser Status, den du glaubst zu bekommen, aus Respekt, ein falscher Respekt, den man aber falsch interpretiert hat. Aber um das alles zu können, um das alles zu sehen, muss man sich selbst erstmal studieren, muss man sich selbst erstmal kennen, muss man sich selbst fragen, warum will ich diese auf, warum will ich das? Und das, dann geht man wieder zurück zum Ursprung, dass man wirklich sich selbst kennenlernt. Und sehr viele Leute sind fokussiert auf Techniken, Strategien, die wollen wissen, okay, wie kann ich Reichweite erreichen in Social Media, wie kann ich dies, aber warum willst du diese Reichweite überhaupt? Was ist der Grund, warum du überhaupt das tust, was du tust? Und wenn du das verstanden hast, und das wird auch nicht von heute auf morgen passieren, aber wenn man es ist immer so, ich habe das von Meditation war das, aber ich finde, dass dieses Beispiel auf so viel passt. Die sagen, du versuchst immer eine Tür aufzudrücken und du schiebst und schiebst und schiebst und diese Tür geht nicht auf und du versuchst mit mehr Kraft noch zu drücken. Aber irgendwann merkst du, dass du eigentlich ziehen musst und diese Tür geht nach innen auf. Und wenn du diese Tür nach innen aufmachst und dich zuerst studierst, dann fällt alles andere leichter und alle anderen Türen gehen auf. Vor allen Dingen weißt du auch, welche Tür zu wählen hast. Okay. Aber das ist ein langer Prozess, das ist nicht von heute auf morgen. Ja, ja, geil. Schlüsselwort hier bestimmt auch, also selbst studieren und auch Geduld und sowas, was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe und was du auch gesagt hast, da kann ich mich saugut reinversetzen, dass man etwas macht, um anderen eigentlich nur zu gefallen beziehungsweise von anderen geliebt zu werden oder Anerkennung zu bekommen, kenne ich zugegebenerweise sehr gut, war im Profifußball aktiv und war aber eigentlich gar nicht mehr so Fan von dem Sport schon, aber nicht von der Branche. Das war eigentlich gar nicht das, was mir so gefallen hat. Habe ich dann irgendwann mir eingestehen müssen. Habe aber daran festgehalten, nur um diese Anerkennung aufrechtzuerhalten. Und deswegen kann ich das saugut verstehen oder nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Was ich aber gemerkt habe, was halt nicht so ganz easy ist, das einfach fallen zu lassen. Aber gut, wir wollen eine neue Rubrik in der Show implementieren und du bist der Erste, mit dem wir das hier machen wollen. Oh shit, Introduction. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Partner, um das mit dir zu starten, weil halt auch dein Motto ist, mach es einfach. Und zwar möchten wir Folgendes machen, dass du unseren Zuhörern jetzt eine Aufgabe gibst, die dich krass gechallenged hat, um persönlich zu wachsen, die innerhalb von 24 Stunden erledigen müssen. Das heißt, überleg dir mal eine Aufgabe, die du jetzt allen unseren Zuhörern gibst, die müssen die innerhalb von 24 Stunden umsetzen, um persönliches Wachstum für sich zu haben, durch die Aufgabe. Oh wow, oh shit. Okay, Ich hab ein Beispiel, was ich bei mir selbst gemacht habe, aber ich denke, dass man das auch, ich will das ein bisschen umwandeln und ein bisschen offener lassen, so dass jeder das für sein eigenes Beispiel nehmen kann. Aha. Und zwar ist es für mich so, dass, also wie ich gerade gesagt habe, Wiederholung ist ein Schlüssel und dass man nicht direkt aufgibt, ist auch ein Schlüssel, so. Und es gab so eine Sache bei mir, weil ich war ziemlich introvertiert damals und ich hatte Angst, so in bestimmten Situationen auf Menschen zuzugehen und ich hatte immer so Vorurteile. Ich dachte immer so, ich bin einfach nicht auf fremde Menschen zugegangen. Aha. So, und dann hatte ich irgendwann mal in einem Buch, das war, glaube ich, sogar über Flirten oder irgendwie sowas und die haben dann irgendwie gesagt, so eine Aufgabe gegeben, wo die gesagt haben, so, okay, geh die nächsten 10 Tage, das kann man jetzt aber auch vor 24 Stunden machen, auf 10 Menschen zu und starte ein Gespräch. Also sag jetzt nicht, hallo, wie spät ist es? Okay, danke, ciao. Sondern versuch, die in ein Gespräch zu verwickeln. 10 Menschen. Und was es macht, ist, es bricht diese, dieses Vorurteil, dass du hast, ja, aber wenn ich auf jemanden zugehe, dann werde ich mich, weil diese Angst vor Ablehnung, das hilft dir, das zu überwinden, ja?
Aber wenn du zum Beispiel jetzt ein extrovertierter Mensch bist und sagst, so, ja, ich habe gar kein Problem, auf die Straße zu gehen und 10 Leute anzusprechen, dann ist es ja keine Herausforderung für dich. Deswegen würde ich sagen, so, wenn etwas eine Herausforderung für dich ist, etwas, was dir schwierig fällt, zum Beispiel Komplimente zu machen. Manche Leute zum Beispiel, die machen nie Komplimente und die verstehen nicht, dass es so eine Gewohnheit ist. Weil wenn du etwas jeden Tag machst, 10 Mal zum Beispiel, und du machst das für 10 Tage zum Beispiel, hast du es 100 Mal gemacht, so. Und dann hast du eine Statistik und dann kannst du sehen, so, was passiert eigentlich, wenn du anfängst, den Impuls zu geben oder wenn du auf Menschen zugehst und was für Gelegenheiten entstehen dann dadurch. Deswegen würde ich sagen, so, wenn du jemand bist, der introvertiert ist und der es nicht auf Menschen zugeht, dann nimm mal diese Challenge, dass du heute oder in den nächsten 24 Stunden auf 10 wildfremde Menschen zugehst und versuchst, ein Gespräch zu öffnen. Egal was. Es geht einfach nur darum, dich zu überwinden und du wirst überrascht sein, was für vielleicht Situationen entstehen. Und vielleicht wirst du auch abgelehnt von 1, 2, 3 Leuten, aber es ist gar kein Problem, du gehst einfach zur nächsten Person. Und vielleicht sagst du, es ist, ey, ich versuche 10 Menschen jetzt ein Kompliment zu machen, dass die einen schöneren Tag haben, oder ich versuche 10 Menschen zu helfen, wo ich gerade sehe, die strugglen, und normalerweise würde ich an der Situation vorbeigehen. Aber 10 Mal hintereinander eine Sache machen, die du normalerweise nicht machen würdest, damit es vielleicht einen neuen Habit kriege. Das wäre so meine Challenge. Saugeile Challenge. Also Leute, nehmt die Challenge an, weil wir wollen nicht, dass ihr einfach nur hört, sondern auch wirklich ins Umsetzen kommt. Deswegen nehmt es ernst, macht das wirklich. Ich habe das selbst auch gemacht eine Zeit lang, weil ich ähnlich wie Ben es beschrieben hat, sau introvertiert war und früher offen zugegeben eine Phase hatte, so kurz bevor ich 18 war oder so, teilweise Menschen nicht mal richtig in die Augen gucken konnte, während ich mit denen gesprochen habe. Also das hat mich auch sehr nach vorne gebracht. Diese vermeintlich einfache Aufgabe, aber macht's erstmal. Also es ist nicht so easy, wie es vielleicht für den einen oder anderen jetzt klingen mag. Und ich würde gerne noch ein bisschen die Aufgabe erschweren, wenn ich darf, Ben. Und zwar frag. Aber mach es einfach. Geil, geil. Mach Spaß. Und zwar fragt nur einmal nach dem Weg, weil ich bin so genauso ein Schlitzohr wie ihr, die es gerade da draußen hört, sondern ich habe dann 10 Mal nach dem Weg gefragt, um die Challenge irgendwie zu meistern. Also fragt höchstens einmal nach dem Weg und dann denkt euch neue Themen aus. Okay. Alright, lass uns weitermachen. Und zwar verzichten. So, Verzicht ist, glaube ich, ein großes Thema, wenn man große Ziele hat. Welche Rolle nimmt für dich das Verzichten in deinem Leben ein? Ja, für mich ist es so, dieses Verzichten ist, ich hab das ja in dem einen Video so erklärt mit dem, weißt du so, genau. Verzichten ist alles immer eine Frage der Perspektive, ja, und manche Menschen haben dieses Schnelllebige, dieses, ich will jetzt etwas erleben, du lebst im Jetzt, aber du siehst nicht, was morgen, was in einer Woche ist und was in einem Monat ist, so. Und das ist wie jemand, der sagt, ich will jetzt nicht auf Schokolade verzichten, aber dafür bin ich übergewichtig und ich verzichte auf diesen Lifestyle, den ich haben kann, wenn ich vielleicht so aussehe, wie ich aussehen will. Ich habe dann dieses Selbstbewusstsein, ich habe dann sehr viele Sachen, so zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Bock zu arbeiten und ich will lieber Fernsehen gucken, aber ich verzichte auf den nicht haben könnte, wenn ich mein Business aufbauen würde und wenn ich erfolgreich wäre in dem, was ich mache, wenn ich jetzt die Zeit und die Energie reinstecke. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt mit Aussehen und mit Geld zu tun haben, sondern es kann mit allem anderen sein. Es kann auch sogar, dass du eine Hilfsorganisation gründen willst sein, dass du anderen Menschen irgendwas machen kannst. Aber wenn du sagst, du verzichtest jetzt auf eine Sache, oder du willst nicht jetzt auf eine Sache verzichten, verzichtest du wahrscheinlich auf etwas in der Zukunft. Und das ist dieses ganze Ding mit Zielesetzung und Motivation. Und verzichten bedeutet auch, man kann nicht alles machen. Ich mache zum Beispiel sehr viele Sachen, aber ich kann auch nicht alles gleichzeitig machen. Das heißt, wenn ich sage, ich will eine Sache machen, der Tag hat 24 Stunden, heißt es automatisch, ich kann andere Sachen nicht machen. So. Und es gibt viele Menschen, die mir sagen, so, ja, ich habe zum Beispiel, ich komme nicht nach vorne. Und ich habe so eine Theorie, es ist so, du musst für bestimmte Sachen Zeit geben und dann geben diese Sachen dir Zeit. Und das ist so wie Lernen zum Beispiel. Lernen ist so wichtig. Deswegen sage ich, dass mein Motto ist, ich bin ein Schüler des Lebens. Ich lerne jeden Tag etwas dazu, sei es von einer Person, sei es von einem Mentor, sei es von einem Kurs, sei es von einem Buch. Aber ich muss jeden Tag etwas dazu lernen, weil das, was ich lerne und dann umsetze, macht alles, was ich mache, leichter. Ich komme auf neue Ideen. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Und das ist so, wie wenn du sagst, du versuchst, einen Stein zu schieben, oder du schnitzt diesen Stein in eine Kugel und dann rollst du diese Kugel. Diesen Stein in eine Kugel zu schnitzen, wird dich vielleicht eine Woche brauchen und du denkst so, ah, ich habe keine Zeit, die anderen Leute sind mir voraus. Aber auf einmal rollst du diese Kugel an ihnen vorbei und die fragen sich, wie macht er das? Und das ist dieses Ding, dass du erst Zeit investieren musst und du musst jetzt erstmal verzichten auf bestimmte Sachen,
vielleicht Fernseh gucken für Stunden und sagst, lieber lese ich 2 Stunden an einem Buch oder ich lege Geld zur Seite, anstatt dass ich sage, ich gehe in Urlaub, investiere ich das in einen Kurs, der mich krasser macht, wo ich viel mehr lernen kann von jemandem, der 2 Jahre Erfahrung hat und ich diese 2 Jahre Erfahrung in einer Woche lerne. Aber ich verzichte in diesem Moment auf das eine, aber dafür, wenn ich dann mein Ziel in 1 Jahr erreiche, statt in 5 oder niemals, dann profitiere ich von dem einen. Aber das Ding ist, ich will niemals auf dieses Ziel, auf das, was wirklich das Größere ist, für mich verzichten, nur weil ich jetzt gerade dieses Kleine nicht verzichten will. Und das ist wirklich so ein Experiment, was die machen. Die haben das mit Affen gemacht. Das war super interessant. Die haben zum Beispiel so eine Maschinerie gehabt, wo die zum Beispiel Affen eine Banane hingelegt haben und dann hatten die irgendwie weiter weg 2 Bananen. Und für den Affen, die Affen haben keine Perspektive für Zeit. Also die haben nicht dieses, ich krieg eine Banane jetzt oder in 1 Stunde 2 Bananen, aber dieser Drang ist jetzt so groß, dass ich diese eine Banane will, obwohl du eigentlich weißt, dass diese 2 Bananen mehr sind, sondern die Affen sehen, 2 Bananen sind mehr als eine Banane, ist mir scheißegal, wann ich das bekomme, ich will die 2 Bananen. Aber Menschen failen in diesem Test. Ich habe den jetzt sehr schlecht zusammengefasst. Ich werde das mal rausfinden. Es gibt so ein Buch darüber, wo über diesen Versuch reden. Aber in dem Moment hat mich das nochmal verdeutlicht, dass wir so diesen Trigger haben, dass wir teilweise, obwohl wir genau wissen, wir könnten zum Beispiel 1.000 Euro in einem Jahr kriegen, sagen wir wollen lieber 100 Euro heute. Ja. Und das ist für mich Verzichten. So, ich verzichte lieber auf 100 Euro jetzt, wenn ich 1.000 Euro nächstes Jahr kriegen kann oder 1 Million. Als dass ich sage, ich will das jetzt. Ja. Aber dafür verzichte ich auf das andere. Saugeil. Im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum zu sagen, du kannst erstmal nicht alles haben und du musst dich entscheiden, auf was du verzichtest, aber du verzichtest immer auf irgendetwas. Wenn du sagst, genau, ich verzichte jetzt, die Schokolade zu essen, verzichte ich dafür nicht, meinen vielleicht Traumkörper zu haben. Oder ich sage, ich verzichte auf meinen Traumkörper, aber dafür esse ich die Schokolade. Das heißt, es ist eine Abwägung von, welcher Verzicht ist für dich besser verkraftbarer, sage ich mal. Genau, aber das Problem ist, dass die meisten Leute, dadurch, dass sie nicht visualisieren, diesen Verzicht in der Zukunft nicht sehen. Ja, okay. Und deswegen sich nur auf das fokussieren, was jetzt heute gerade da ist. Und vor allen Dingen, weil die Emotionen sehr stark sind. Du siehst gerade etwas und du reagierst da drauf. Und deswegen ist es auch super wichtig, also es gibt psychologisch viele Tricks damit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage so, willst du jetzt ein Stück Torte, aber dieses Stück Torte ist nicht vor dir, kann es dir viel leichter fallen zu sagen nein, als wenn du auf einmal einen Teller mit einer Torte vor dir hast und sagst, oh scheiße, so. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich diesen Versuchungen auch nicht, expose, dass man die nicht in seiner Umgebung hat. Ja? Wenn du sagst, ich will aufhören zu rauchen, chillst du nicht mit Rauchern den ganzen Tag, die dir Packungen Zigaretten anbieten, sondern du versuchst erstmal wegzugehen davon. Und deswegen ist es halt auch so, dass man teilweise, wenn man seine Ziele erreichen will, einen anderen Freundeskreis oder in bestimmten anderen Orten sich aufhält, weil es macht es dir einfacher, so diszipliniert zu sein, als wenn du dich dem aussetzt. Ja. Mega sinnvoll, klar. Klassischer Spruch fällt dazu auch wieder ein von Jim Rohn, bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also genau. Passt hier an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut. Ben, was ist für dich Erfolg und was macht, die zweite Frage direkt hinterher geschossen, was macht in deinen Augen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg? Für mich ist Erfolg, dass ich jeden Tag einen Schritt mache, um meinem Ziel näher zu kommen. Dann bin ich erfolgreich, Tag für Tag. Weil Erfolg ist für mich nicht ein Tag oder eine Summe auf mein Konto irgendwann in 3 Jahren und auf dem Weg dahin bin ich nicht erfolgreich. Und das ist ein sehr großer Fehler, den viele machen, weil die sich mit anderen Menschen vergleichen und die denken so, da, wo ich jetzt bin, verglichen mit dem, wo er da ist, dann jetzt bin ich nicht erfolgreich wegen dem. Aber wer weiß, vielleicht bist du eine Woche entfernt von einem riesen Deal, aber das heißt, bist du dann eine Woche davor nicht erfolgreich und es ist halt so ein Ding, dass man oft diesen Tipping Point hat oder ne, dass man sagt so, ey, weißt du was, ich bin weiter als gestern. Ich weiß mehr als gestern. Und vor allen Dingen Misserfolg. Viele Leute denken, dass Misserfolg ist, dass man scheitert, dass man etwas probiert, was nicht funktioniert. Aber du musst ja Sachen probieren, die nicht funktionieren, wenn du ein Leader bist. Du kannst nur nicht scheitern, wenn jemand dir sagt, genau, mach Step 1, 2, 3, 4 und du folgst Step 1, 2, 3, 4. Genau wie wir es in der Schule gemacht haben. Es ist ein Test. Du kannst die 5 Themen lernen. Wenn du die 5 Themen gelernt hast und die Fragen beantwortest, dann kannst du nicht scheitern. Aber wenn du nicht die Antworten zu den Fragen kennst, beziehungsweise wenn du nicht den Stoff im Voraus lernst, was in unserem Leben der Fall ist. Du probierst ein Business, du gehst vielleicht in eine Industrie, etwas, was es noch gar nicht gibt. Das heißt, du musst experimentieren.
Genau wie Thomas Edison, er hat 999 Versuche gebraucht, bis er die Glühbirne zum Laufen gebracht hat. Und manchmal ihn gefragt hat, wie hast du gemacht, nach 999 Scheitern immer weiterzumachen? Hat er jedes Mal gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Und genauso muss man das sehen. Du machst eine Sache, es funktioniert nicht, aber du bist erfolgreich, weil du einen Schritt weiter bist, weil du weißt, es gibt etwas, was ich weiß, was ich gestern nicht wusste. Ja. Und was war der zweite Teil der Frage? Misserfolg. Genau. Misserfolg ist für mich, wenn ich aufgebe. Misserfolg ist für mich, wenn ich sage, ich probiere etwas und ich glaube irgendwie, dass ich es kann. Aber etwas hält mich zurück und ich traue mich nicht, es zu starten und bleibe in meiner Komfortzone. Ich bleibe da, wo ich weiß, was funktioniert. Und der einzige Grund, warum ich etwas nicht mache, ist, weil ich in der Gemütlichkeitszone bleibe, weil ich sage, ja, ich habe keine Garantie, dass es funktioniert, also mache ich es lieber nicht. Und ich rede darüber vielleicht mit meinen Freunden und wenn irgendeiner das mal macht, sage ich, ja, die Idee hatte ich auch, aber ich habe nie mich getraut, das zu machen. Das ist für mich Misserfolg, für mich selbst, das ist meine eigene Definition, wo ich sage so, so scheitern ist, wenn du nichts tust, wenn du nicht machst, dann kannst du ja niemals gewinnen. Aber wenn du versuchst, kannst du zwar temporär scheitern, aber du gehst ja weiter und solange du wieder aufstehst, hast du ja nicht verloren. Mega, mega cool, wie sich da irgendwie unsere Ansichten decken an der Stelle. Ich glaube auch, dass es darum geht, den Prozess zu lieben und nicht deswegen dem Ziel zu machen. Also das Ziel ist klar und ich bin auch ein Typ, der nicht nur Ziele haben will, sondern sie auch erreichen will. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, diesen Prozess zum Ziel wirklich zu lieben. Und das ist für mich auch erfolgreich. Das heißt, wenn du auf dem Weg zum Ziel irgendwie Spaß hast und das erfüllend für dich ist, dann ist das, glaube ich, für mich Erfolg. Und gleichzeitig saugeil, Misserfolg, was du gesagt hast, ich fasse mal so in meinen eigenen Worten zusammen, was machen zu wollen, es aber trotzdem nicht zu machen, dann ist für dich so ein Misserfolg, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so, ich habe das mal irgendwo gelesen, so viele Leute spielen nicht zum Gewinn, die spielen, um nicht zu verlieren. Okay, ja, okay. Es ist ein Riesenunterschied, ob du spielst, um nicht zu verlieren oder ob du spielst, um zu gewinnen. So. Mhm. Und wenn du jetzt ein Team bist, sagen wir, du bist ein Fußballteam und du willst kein Tor kassieren, oder du sagst, mein Ziel ist, so viele Tore wie möglich zu schießen, dann wirst du dich ganz anders verhalten und ganz anders spielen. So. Und defensiv wird niemals dazu führen, dass du ein Tor schießt. So. Aber wenn du spielst, du kannst Tore kassieren, aber du kannst auch mehr Tore schießen. So. Und das ist meine Einstellung zu dem. Und weißt du, das Ding ist, ich denke oft, dass viele Menschen denken, dass wenn man sagt, dieser Prozess, und ich stimme dir da 100% zu, dass man diesen Prozess genießt, dass man diesen Weg nach vorne genießt. Ja. Aber es wird auch Momente geben, wo zum Beispiel ich arbeite an einem Film über ein Thema, was mich saugeil interessiert und so weiter. Es wird aber Abschnitte geben von diesem Ablauf, auf die ich keinen Bock habe, aber die sind Teil von dem Ganzen. So, und da muss ich auch natürlich so bestimmte Sachen durchgehen. Ich habe zum Beispiel Meetings mit bestimmten Leuten, wo ich sage, so, boah, ich würde jetzt lieber gerne was anderes machen. Aber allgemein, dass ich weiß, dass es Teil ist von einem Weg, der meiner ist, dass es dieses Schiff ist, was nach meiner Richtung geht und nicht, ich arbeite irgendwo für irgendjemanden, mich interessiert eigentlich gar nicht, ich kann mich gar nicht damit connecten, gar nicht verbinden und dann bin ich bei einem Meeting. Das macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich das jetzt enjoy oder nicht. Mhm. So, und Ja, saugeil. Zwei Sachen dazu, die ich auch irgendwie loswerden muss. An der Stelle, du hast gerade dieses Fußballbeispiel gehabt. Und da fällt mir ein Zitat von Jürgen Klopp ein. Das passt da auch perfekt drauf, finde ich. Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und die zweite Sache, was war die zweite Sache, die ich sagen wollte? Ich weiß nicht. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Alright, Ben, dann bis mein Gedächtnis wieder weit. Ah ja, genau, ich weiß wieder. Und zwar die Sache, den Prozess, das ist wichtig, finde ich sau wichtig, dass du es angesprochen hast. Und zwar, natürlich muss dir der Prozess Spaß machen. Nur 100% für die, die jetzt erst starten, die meisten von uns sind ja schon mittendrin, aber die jetzt erst starten mit irgendwas, es wird, auch wenn das Grundsystem das ist, was du liebst, aber es wird nicht immer alles da sein oder das wird dir nicht immer alles Spaß machen. Zum Beispiel musst du auch bereit sein, Beispiel jetzt aus meiner eigenen Sache, ich muss jetzt heute noch komplett die Steuer machen, da habe ich nicht so viel Bock drauf, aber es gehört halt dazu und diese Sachen muss man dann halt auch irgendwie in Kauf nehmen und dafür aber dann den, sage ich mal, 80-90% des Weges dann genießen können. Genau. Okay, cool. Dann ist mir doch eingefallen, was ich sagen wollte. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, Ben, was darf in deinem Leben überhaupt nicht fehlen? Also was ist diese eine Sache, die nicht fehlen darf? Wachstum.
Wachstum darf nicht fehlen. Solange, weißt du, wenn jetzt alles perfekt wäre, ne, aber es gibt kein Wachstum. Und Wachstum ist durch Herausforderungen. Alles, was dich herausfordert, guck mal zum Beispiel, ich mache ja immer so, wie nennt man das? Ja, Metaphern. Mit dem Sport und mit dem Fitness. Ne? Und ich sage immer, dass zum Beispiel, so damit dein Muskel wächst, musst du zum Muskelversagen kommen. Wenn dein Muskel versagt und du natürlich dann genug Ruhe hast und so weiter, dann wächst erst dein Muskel. Wenn du aber deinen Muskel in einer Spannung bringst, die normal ist für ihn so, dann wächst dieser Muskel nicht so. Und das bedeutet für mich, dass ich Sachen ausprobiere, die ich nicht kenne, die ich nicht kann, dass ich etwas Neues lerne, dass ich lerne, aus diesen Situationen rauszukommen. Es gibt Leute, die bezahlen übertrieben viel Geld, damit die irgendwie, keine Ahnung, in so einen Adventure Park gehen oder, wie nennt man das, diese Achterbahn oder das ist, dass ein Adrenalin hochgeht oder dass du einen Horrorfilm dir anguckst und das ist ja alles damit deine Emotionen, du fühlst dich lebendig in solchen Momenten, dein Herz schlägt schneller, du weißt manchmal nicht, so, oh, du bringst dein Gehirn zum Nachdenken und nur das bringt dich zum Wachsen. Und das ist etwas, was in meinem Leben niemals fehlen darf und natürlich nicht zu viel, aber viele Leute würden vielleicht sogar manche Momente davon als Stress bezeichnen, aber ich mag das, weil es ist positiver Stress, weil wenn du keinen Grund hast zum Wachsen, wenn du nicht an dein Limit gehst, dann wirst du nicht wachsen. Und das, deswegen setze ich mir selbst Deadlines, ich sage ja zu Sachen, wo ich eigentlich nicht 100% sicher bin, ob ich das kann. Ja, ich lüge nicht und sage nicht, okay, wenn jemand mich fragt, so, kannst du ein Flugzeug fliegen? Ja, klar. Und dann crash ich das Ding. Aber wenn ich sage, ich habe zum Beispiel 60-70%, aber ich habe ein bisschen noch so das Gefühl, das habe ich noch nie gemacht, aber ich weiß, ich traue mir das zu, dann sage ich ja, weil ich genau weiß, dass dieses Ja mich dazu bringt, dass ich das viel schneller erreiche, als wenn ich sage, ich bin noch nicht ready, ich mache das, wenn ich ready bin. Weil ready wirst du nie sein. Ja. Und das ist eine Sache, die niemals fehlen kann, dieser Wachstum und diese Impulse für Wachstum immer im Leben. Ja, so geil. Ready wirst du nie sein. Geiler Satz, ja. Ben, ich würde gerne dich noch so ein bisschen aus der privaten Ecke beleuchten, um dich halt als Privatmensch hier unserer Community ein bisschen zugänglicher zu machen und dich einfach als Privatmensch auch kennenlernen zu können. Deswegen drei kurze Fragen im Entweder-Oder-Style oder die Oder-Fragen. Hast du Bock drauf, so drei Oder-Fragen? Ja, klar. Also so, du gibst mir zwei Optionen und ich sage entweder das oder das? Genau, richtig, ja. Okay. Okay, Filme machen oder rappen? Boah, Alter, kommt der mit solchen Sachen an. ich hasse mich zu entscheiden, deswegen mache ich beides. Aber ich würde sagen, Filme machen. Okay, geil. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Wann stehst du so auf ungefähr? 4:30 Uhr. Ja, kommt drauf an, aber ja, ich stehe so, wenn ich früh, weil ich gehe lieber früher schlafen. So damals war ich so der kreative Typ, der so bis 3-4 Uhr nachts wach war und gesagt hat, da fallen mir die geilsten Sachen ein, bis ich angefangen habe zu recherchieren und gesehen habe, dass eigentlich die ersten 3-4 Stunden nach dem Aufwachen du die am produktivsten bist und am kreativsten bist, wenn du sie so nutzt und dich nicht ablenken lässt. Und dann habe ich das mal ausprobiert und gemerkt, so wie viel krass produktiver ich bin und seitdem bin ich obsessed. Also 4:30 Uhr, 5 Uhr stehe ich auf. Okay, geil. Du bist ja ein Fitness-Freak, sag ich mal. Man sieht's dir gar nicht an. Spaß beiseite. Nein, ich bedecke mich ja auch immer sehr auf meinen Fotos. Ich ziehe immer Pullover an, Rollkragen mit Schal. ich hau mal ein Bild rein, dann sehen die Jungs und Mädels vielleicht auch, aber Ben ist vergeben, wie Ben so unten drunter aussieht. Aber gut, nee, wollen wir seriös die Sache hier zu Ende bringen. Und zwar, würdest du nie wieder Sport machen oder nie wieder in den Urlaub? Alter, du kommst mir mit Sachen an um die Ecke. Nie wieder Sport machen. Ich bin so fit, das reicht für ewig. Nein, Quatsch. Also Sport ist für mich Urlaub, deswegen nie wieder Urlaub. Na, scheiße, ich weiß nicht. Okay, stellen wir zurück die Frage und dann zum Abschluss vielleicht eine leichtere Frage und zwar Podcast oder Buch? Podcast. Okay. Ist für dich, macht dir mehr Spaß einfach zu hören akustisch als zu lesen oder warum? Ich denke, dass die Zukunft, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, Video anstatt Rap, weil ich glaube, dass ich viel mehr Menschen damit erreichen kann. Und
wenn ich mir eine Frage stelle, also ich will natürlich alles machen, weil ich natürlich Menschen auf verschiedenen Ebenen erreiche und das ist der Grund, warum ich auch Musik mache, Podcast mache, Video mache und so weiter und auch ein Buch schreiben werde. Aber der Hauptfokus ist ja, dass also für mich selbst, ich höre mehr Audiobücher, als dass ich Bücher lese. Ich konsumiere mehr Videos, als das, weißt du, so die Message in einem Video kann ich viel klarer und viel länger rüberbringen als in einem Rap. Deswegen habe ich mehr Feedback auf das eine Video bekommen, als auf alle Lieder, die ich jemals rausgehauen habe oder raushauen werde, weil ich in 3 Minuten nicht so einen Impact machen kann wie in 20 Minuten mit Bildern und Soundtrack so. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, dass ich so gut wie möglich meine Message rüberbringen kann und so emotional wie möglich. Und ich denke, dass nicht sehr viele Leute, vor allen Dingen Jugendliche, ist halt so eine Sache, dass viele sagen so, ja, viele lesen nicht und so weiter. Und ich denke mir so, am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Information von Person A zu Person B geht. Auf welchem Weg diese Information rübergeht, ist eigentlich scheißegal. Das heißt, ob ich mit jemandem rede, ob ich etwas lese, ob ich mir etwas angucke, wenn ich die Message verstanden habe, ist der Weg dahin, also wie es dann gekommen ist, nicht so wichtig. Und teilweise kann die Message viel besser verstanden werden, wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jemand, du merkst es vielleicht jetzt, wenn ich rede, ich bin sehr emotional, wenn ich rede. Ja, ich rede nicht, wenn ich zum Beispiel ein Buch vorlese, ich bin so, heute Morgen bin ich aufgewacht. Und wenn du zum Beispiel etwas liest, ist es oft so, dass manchmal so dieser Impact vielleicht fehlt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Audio höre, ich bin zum Beispiel damals, die ersten Audiotapes, die ich mir angehört habe, waren von Anthony Robbins. So, und ich habe eine Liste bekommen von meinem Onkel von ganz vielen Büchern. Ich habe mir Audiotapes direkt, habe ich geguckt, gibt's Audiobücher. Weißt du, so, weil ich wusste so, ich werde auf gar keinen Fall 30 Bücher jetzt lesen. Und dann habe ich mir diese Audiotapes angehört und ich habe nach einer Minute habe ich entschieden, was werde ich jetzt hören von diesen Dingern, die ich runtergeladen habe. Und ich höre die erste Person, die zweite, die dritte, die vierte, auf einmal so, hi, das ist Tony Robbins und bla. Ich so, oh shit, wer ist das? So, und dann hatte ich seine Aufmerksamkeit. Und dann habe ich dem zugehört. So. Und das ist etwas, wo du auch denkst mit Video. So, keiner wird bestreiten, dass Video das beste Tool ist, zu kommunizieren. Du kannst in einer Minute Video mehr Informationen und mehr Emotionen rüberbringen, als in 20 Seiten von einem Buch. Weil du musst die Person erstmal dazu bringen, dieses Buch aufzumachen und anzufangen, bis du da angekommen bist. Und du kannst das mit einem Video direkt von der ersten Sekunde. Und deswegen für den Impact. Natürlich macht es mir auch Spaß. Es ist, denke ich, schwieriger, Content für Video zu machen. Deswegen machen das nicht so viele auf diesem Level. Aber es hat mehr Impact. Okay. Und es ist persönlicher. Und jemand kann dich so sehen und wie Livestream und so weiter. Deswegen also der Mittel, das ist der Grund, warum. Aber ich würde beides machen. Ja, okay. Ja, cool. Macht Sinn. Kann ich nachvollziehen, 100%. Du hast im Übrigen auch eine geile Radio-Voice, habe ich gerade gemerkt, als du da so gemacht hast, heute Morgen. Danke, Mann. Ja, ich kann für so Voice-Over mal so ein bisschen so üben. So. Vielleicht hört ihr mich in der einen oder anderen Werbung für, keine Ahnung, Margarine oder irgendwie sowas. Cremig und keine Ahnung. Wir machen mal einen Werbespot zusammen und dann, ja, Mann. Dann machen wir das so. Anderes Format, auch bei uns in der Show, was wir immer wieder bringen, und zwar Inside Your WhatsApp. Ich habe es jetzt vergessen zu sagen, hast du dein Handy bei dir? Wenn nicht, dann... Ja, die Frage ist, wo? Ich hab zwar so eine App mit meinem Handy, warte eine Sekunde, ich check mal. Ja. Mann, shit, mein Handy habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ich habe mein WhatsApp hier auf meinem Desktop. Okay. Ich habe so eine App. Also okay. Nur wenn es funktioniert, wenn nicht, überspringen wir das. Ja. Ich hab's, also, okay. Wenn du nur wissen willst, was mein WhatsApp ist, wenn ich das nicht ins Bild zeigen muss, dann, nee, also, wir haben es ja im Podcast, ja, vergiss. Wir haben nämlich gerade auch hier, wir skypen gerade, deswegen. Ja, die Frage ist, und zwar, wir haben voll viele Bestseller-Autoren auch schon bei uns hier in der Show gehabt, und die Frage war immer, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Also, was ist die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht? Und das wäre im Umkehrschluss der Titel des Buches. Das wird schwierig, weil ich schicke eigentlich nur Voice Notes. Okay, geht's dir wie mir? aber mal gucken, was ist die letzte geschriebene? Ja, es sind alles hier Voice Notes. Okay, mal gucken hier. An Calvin. Mit Calvin habe ich sowieso nur Voice Notes. Boah. Okay. Die letzte Message, die ich geschrieben habe, ist wer? Wer? Ist doch geil, da kann... Wer, Fragezeichen. Ja, kann man viel mitmachen, oder? Mit dem Titel. Also ich finde den gar nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also, weil am Ende des Tages ist so... Dazu habe ich direkt mal so eine kleine Anekdote. Weil, also wäre viel geiler, hätte ich geschrieben, wie. Aber wer ist auch geil, weil die Frage ist halt immer so...
Menschen, und das ist so etwas, was ich jetzt vor kurzem, also habe ich mich sehr, sehr beschäftigt mit Seth Godin. Und das ist auch etwas, worüber Gary Vee viel redet und so. Und dieses Permission Marketing, ne? Also dass man sagt zum Beispiel, man wählt sich selbst. Sehr viele Menschen warten darauf, dass jemand sie auswählt. Sei es, dass du sagst zum Beispiel, du willst Sportler werden und ein Team wählt dich, oder du bist Schauspieler und jemand muss dich casten, oder du bist Rapper und irgendein Label muss dich signen, oder egal wie, ne? Du bist Autor, ein Buchverlag muss dich raus. Aber heutzutage hat man ja die Möglichkeit, alles selbst zu machen. Du kannst deine eigene Radioshow, deine eigene Fernsehshow, dein eigenes Buch rausbringen auf E-Publishing. Du kannst dein eigenes Business starten mit sehr viel dies und das und das und das. Das heißt, die Frage ist, wer bringt dich an diese Position, wo du sein willst? Das bist du selbst. Du brauchst die Erlaubnis von niemandem. Genau wie der Typ, der mir eine Message geschrieben hat und ich habe gesagt, just do it. Oder Menschen, die das Video gesehen haben, die wussten schon, was zu tun ist. Aber den hat einen Impuls gefunden. Und der einzige Mensch, der verantwortlich für dein einziges Leben ist, wer? Du. Okay. Ja, das wäre dann, wir spoilern jetzt, die letzte Seite steht einfach nur noch du, Ausrufezeichen. Ja, genau, genau. Am Frontcover steht wer und auf dem Backcover steht du. Ey, ist ein geiles Buch. Ehrlich gesagt, ja, ich habe mir das selbst gepitcht gerade, so, ey. Okay, aber wir haben ja auch einen Deal in der Show. Das heißt, wenn die Bücher wirklich so heißen, dann werden die auch hier der Show gewidmet. Ne? Das muss dann vorne stehen. Okay, sprechen. Ja, sehr gut. Ja, machen wir das direkt. Okay. Ich gebe dir die erste Intro-Seite. Sehr geil. Okay, ey Ben, war eine geile Folge, Mann. Ich würde zum Ende gerne von dir für unsere Leute nochmal ein Mantra, ein Spruch, den du, machen wir es noch dramatischer, wenn du Kinder hättest und du dürftest denen nur eine Weisheit mit auf den Weg geben, welche wäre das? Ja, das sind immer diese Sachen. Okay, ich werde dir mal das eine Mantra, einen Satz, der mich aus den tiefsten Momenten immer wieder rausgeholt hat, war der Satz, was ist gut daran? Weil es ist alles immer eine Sache von Perspektive und oft reagieren wir auf bestimmte Situationen und emotional. Und ich war hier zum Beispiel in Dubai im ersten Jahr, aber es klingt oft für viele Leute so, ich bin nach hier gekommen, ich habe mein Ding gemacht, jetzt mache ich so viele verschiedene Sachen. Aber nach dem ersten Jahr ist es nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und dieses, wenn du sagst, mach es einfach so, der Grund, warum du manchmal nicht machst, ist, weil du Ängste hast, weil du denkst, es kann scheitern oder ich kann Geld verlieren oder Zeit verlieren oder Menschen verlieren oder keine Ahnung was, ja. Aber das ist ja berechtigt, weil es kann passieren. Und in meinem Fall ist es passiert. Und ich war hier mit 500 Euro in meiner Tasche, so, und ich habe mir die Frage gestellt, soll ich zurück nach Deutschland gehen oder nicht? Und ich hatte so einen Freund von mir, der Pilot war, der gesagt hat, so, ja, ich habe ein Gästezimmer, wenn du willst, kannst du hier pennen, so. Und das war die erste Lösung für mich. Ich so, shit, Mann, ich muss essen, ich muss irgendwie gucken, wie mache ich weiter, wie mache ich dies, das. Und ich habe mich nur fokussiert auf alles, was ich nicht hatte. Und habe angefangen, andere Leute zu blamen. Der ist schuld, das, wäre das nicht passiert, dann dies und warum und bla und bla. Und da war ich ein, zwei Wochen. Aber dann war dieser eine Satz, was ist gut daran. Was ist gut daran? Denn es gibt immer etwas, was gut ist an dieser Situation. Und das habe ich mir als Screenshot für mein Handy gespeichert. So, dass ich, weil du reagierst in bestimmten Momenten, du gehst in ein Meeting, jemand ruft dich an und du bist automatisch im Reaktionsmodus. Aber weil ich jeden Tag 100 Mal auf mein Handy gucke, habe ich diesen Spruch, was ist gut daran? Und ich denke immer wieder, oh shit. So, und dann überlege ich, was ist gut an dieser Situation? Und dann habe ich gemerkt, so, ich bin schon hier. Ich kenne Leute. Vor einem Jahr kannte ich niemanden. Ich weiß, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ich kann Videos drehen. Ich habe dies, ich habe das. Und dann fokussierst du dich auf alle deine Stärken und plötzlich findest du Antworten. Plötzlich findest du Lösung für diese ganzen Sachen, wo du eben noch geheult hast, nur wegen dieser einen Frage, was ist gut daran? Und du kannst in einem perfekten Urlaub sein und wenn du dich fokussiert bist, auf was schlecht ist und was nicht funktioniert, dann kann dieser komplette Urlaub versaut sein. Aber du kannst jemand sein in irgendwo und es gibt Menschen, die haben nur 10 Euro, um zu überleben für einen ganzen Monat, aber die sind glücklich wegen einer Kleinigkeit, die ihnen auffällt. Warum? Weil die sich bestimmte Fragen stellen. Und für mich war diese Frage, was ist gut daran? Also wenn ich nur eine einzige Sache hätte, das ist dieses, um deinen Blick aufs Positive zu lenken, in Momenten, wo du reagierst, was ist gut daran? Es gibt immer etwas Gutes. Was ist es? Saugeil. Also ich glaube, geiler können wir den Sack hier nicht zumachen in der Show. Also was ist gut daran, ist glaube ich so das geilste Outro, sage ich mal, das wir uns hier vorstellen können. Ben, danke für deine Zeit. Du bist wirklich ein beeindruckender Mensch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn jetzt unsere Leute irgendwie mehr über dich erfahren wollen, irgendein Stuff von dir konsumieren wollen oder vielleicht sogar in Kontakt mit dir treten wollen, wo können wir mehr von dir finden?
Ja, erstmal danke dir auch erstmal, dass ich hier auf der Show sein kann. Das war so richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht, Mann. Du hast richtig coole Fragen gestellt. So auch manche so edgy Sachen, wo ich dachte so, scheiße, Mann, ich will diese Frage jetzt nicht beantworten. Aber ja, ich bin gerade, ich habe einfach gemacht, also mein Podcast heißt Mach es einfach. Den könnt ihr auf iTunes finden. Ich habe super viele Sachen gelauncht, bevor ich ready war. So, deswegen sind da noch so ein paar Sachen in Bearbeitung, im Background. Meine Website ist www.benwatara.com. Da werde ich in der Zukunft alles posten, alle verschiedenen Links posten und ansonsten bin ich am besten zu erreichen auf Facebook, also so facebook.com/Ben Watara und ja, da findet man auch alles von mir, also jetzt Instagram und dies, das, aber da werden die Hauptsachen werden auf meiner Webseite gepostet, da wird noch ein bisschen was geupdatet und man kann mich auch immer auf meiner Facebook-Seite anschreiben. Okay, cool. Also Podcast hauen wir eh rein. Das Video von damals, so lange ist jetzt auch nicht her, aber hauen wir auch rein. Homepage hauen wir rein und Facebook-Link hauen wir in die Shownotes rein. Ben, ich und die ganze Community verneigt sich vor dir und wir sprechen und sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, sehr cool, danke. Ah, und übrigens, ich habe gerade mein erstes Produkt gelauncht, zusammen mit Calvin Hollywood, den ich an dieser Stelle nochmal einen Shoutout geben will. Mhm. Es nennt sich Productivity Tools and Hacks. Denn einer der Sachen, die wir gemerkt haben, ist, dass so einmal ist es halt wichtig, dass du dich selbst als Mensch optimierst. Aber das andere ist, dass man immer wieder von anderen Menschen lernt und immer wieder sieht, dass Menschen sind nicht da, wo sie sind, aus Zufall. Die machen bestimmte Sachen, die haben bestimmte Gewohnheiten, die haben bestimmte Bücher gelesen, bestimmte Sachen gelernt und die nutzen bestimmte Tools, die sie produktiver und effektiver machen. Und Calvin ist für mich so ein Typ, der ist extrem produktiv, der haut so viel raus, ich weiß teilweise gar nicht, wie der das macht. Und wir setzen uns immer zusammen und tauschen uns immer aus und sagt er so, ja, ich nutze das und ich nutze das und ich bin jemand, ich recherchiere auch immer so viel so. Und immer wieder merken wir so, ey, shit, Mann, er nutzt bestimmte Tools, die ich gar nicht nutze. Und nach dem Gespräch fange ich an damit und bin auf einmal dreimal schneller mit bestimmten Tätigkeiten, die ich jeden Tag mache. Und das ist schon 3, 4, 5 Mal passiert. Dann haben wir gesagt, ey, lass uns einfach einen Videokurs machen, wo wir das zusammenfassen, die Prinzipien, wie du produktiver und erfolgreicher werden kannst in dem, was du machst, in deinem Day-to-Day. Und haben dann nochmal unsere erfolgreichsten Tools geshared. Also er hat seine geshared, ich habe meine geshared. Und das ist so ein Videokurs und der ist jetzt auch raus. Also den findet man auch auf meiner Seite, auf meiner Facebook-Seite oder auf der Seite. Und der ist erst seit vorgestern rausgekommen, deswegen, und das ist mein erster Videokurs, deswegen bin ich super aufgeregt und ja, cool. Deswegen jeder, der produktiver sein will, effektiver bei der Arbeit sein will, check mal den Kurs ab. Okay, also Kurs packen wir raus mit Verlinkungen, wahrscheinlich dann auf deiner Website, da sprechen wir gleich nochmal im Nachgang, wie wir den am besten verlinken. Kurs wird auf jeden Fall zu finden sein, dass dann niemand verloren geht in den Shownotes. Calvin, Homie, falls du es hörst, schöne Grüße. Die erste Show hatten wir, glaube ich, mit dir gemacht, Podcast-Show. Und auch, oh, wow. Oh ja, und auch der als Speaker war er letztes Mal bei uns am Start. Also Calvin, falls du es hörst, grüße dich. Und ansonsten, Ben, nochmal danke für deine Zeit. Und ja, freue mich, bald wieder von dir zu hören. Hau rein, mein Lieber. Alles klar, danke, Robin. Bis dann, peace. Hau rein, ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.